Na gut, dann wollen wir testen, ob es im Schlafen klappt. Zack. Und Gift ist weg. Okay. Muss ein sehr erholsamer Schlaf gewesen sein. Du zu. Du weg. Karte auf. Okay, was haben wir jetzt noch alles? Die Brücke da hinten. Also, nach Osten halten, durch die Tür, weiter nach Osten bis zu einem breiten Korridor und dann nach Süden. Das wird klappen. Also, Osten. Osten bis zum geheimen Durchgang. So, weiter nach Osten. Schon geht's los. Genau, hier ist der Runtergang. Dann weiter Korridor, dann nach Süden. Da müssten wir über eine Brücke rüber. Aha. Und Osten. Und eine Brücke rüber. Ja, oh, sehr schön. Den ganzen Bereich hier dürfen wir noch nicht kennen. Da geht's nach unten. Oh, und ein grauer Goblin, der nicht so freundlich gesinnt ist. So, Augen sind grün. Augen sind gelb. Augen sind rot. Augen sind rot. Und er ist tot. Das wird die Lebenspunktanzeige sein. Okay. Damit kann ich arbeiten. Alles. Gold. Warum hast du Knochen dabei? Eine Keule. Ups, das wollte ich gar nicht. So. Du kannst nichts mehr essen. Okay. Aber ja, die Keule müssen wir erstmal liegen lassen. Wir haben nicht so wirklich viel Stauraum über. Und eine Schädeltür, die abgeschlossen ist. Ups, das wollte ich so nicht. So. Runter, runter. Du. Passt nicht. Du. Passt. Klick, Schwert raus. Das ist nicht gut. Ich denke mal, au. Oh, ist schon rot da oben. Vielleicht, weil er keine Lebensenergie hat, weil er tot ist. Komm, 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 komm. Geh weg von den doofen Säulen. Ich denke mal, ich treffe die Säulen und nicht dich. Ja, habe ich auch gerade. Okay, pieksen. Pieks. Obwohl, Stichschaden gegen Skelett macht nicht so viel Sinn, wollte ich gerade sagen. Aber anscheinend schon. So, du kommst mal da rein. Du kommst auch da rein. Du hast einen Schädel dabei. Den wollen wir aber nicht. Das hier könnte was wert sein. Das kommt mit. Noch eine Keule. Was bist du? Eine Kettenhaube. Du dahin. Du. Aufsetzen. Sieht nicht so toll aus, aber ist bestimmt gut. Eine Steinwand, 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 Steinwand. Nee. Okay. Das heißt, das Zeug kannst du dem verkaufen. Und wir haben nur noch ein Steingewicht über, in Anführungszeichen. Oh. Achso. Ist nur ein Wandgemälde. Ich wollte schon das Schild mitnehmen. Apropos Schild, unser Schild ist kaputt. Ist jetzt nicht so toll. Du, da in die Hand. So. Oh, was bist denn du? Ein sehr kaputtes Kurzschwert. Und es ist zu schwer. Okay, was haben wir hier? Serviceable, excellent, worn. Worn kann weg. Du kannst mal mit. Unser Schwert ist auch ein Kurzschwert. Okay. Ja, keine Alternative. Na gut, mal wenigstens eine extra Waffe, falls es hier kaputt geht. Und du bist bestimmt wieder mit dem Schlüssel hier. Ja. Ting.
Das sieht wieder bekannt aus. Okay, Karte. Ja, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Das da würde ich mir gerne mal genauer angucken. Also rein und links rum. Okay, rein, hoch, links rum. Genau hier rein. Hier ist nichts. Aber das ist sehr komisch, weil der ganze Raum scheint so ausgelegt zu sein, hierher zu führen. Okay. Oh, oder da ist was. Die Karte ist ein bisschen komisch. Da gucke ich auch nochmal hin. Also hier rum, darum, darum. Raus. Hoch und hier die Wände überprüfen. Brick Wall, Brick Wall, Brick Wall. Da ist schon mal eine Tür. Das, ja. Klick. Noch eine Tür. Und ein Weg runter. Schwert raus. Ein ganz schön tiefer Weg runter. Keine Gegner. Fackel an. Oh, Fackel ist alle. Kurzer taktischer Rückzug. So. Wenn uns nichts in den Rücken fallen kann. Du eine. Dahin. Licht an. So, viel besser. Oh. Das ist Wasser. Was bist du? Brot. Brot kann man mit. So. Und das sieht wieder wie so eine Art Auffangbecken aus. Das heißt, wir müssen jetzt springen. Und zwar an den richtigen Stellen. So sieht das nämlich aus. Das könnte sehr unangenehm werden. Keine Geheimwände, die wir irgendwie benutzen können, um abzukürzen. Nee, okay. Wo ist J? Da ist J. Oh, bleibt erstaunlich gut. Und jetzt? Sehr schön. Jetzt. Achso, dahin. War das vorher. Nee, wir kommen nicht von da nach da. Oder? Guck mal. Eigentlich müssten wir da hinten irgendwo drauf. Das ist sehr komisch. Also, es hat keine richtige Reihe. Normalerweise wird man an, man geht auf den kleinen, man geht auf den etwas höheren, auf den etwas höheren, auf den etwas höheren, etwas höheren, etwas höheren, etwas höheren, bis man eben ganz oben ankommt. Aber die Reihe hier, die Säulen, die sind falsch rum. Eigentlich müsste das tiefste doch da hinten sein, wo das hier am höchsten ist. Na gut, ich versuche mal schräg darauf zu springen. Mit Bonk gleich wieder runter. Schaffen wir es mit Not auf die Dinger hier rauf. Nö. Okay. Nicht ungeduldig werden, Girogan. So, es kommt wohl auch darauf an, wie schnell man läuft. Oh. Genau. So. So, vielleicht kann man von hier aus irgendwas machen. Also wenn man einen Bogen hätte, was anschießen oder so. Bringt uns jetzt aber nichts, weil wir keinen Bogen haben. Eine Wand, eine Wand. Nö. Flupp. Okay, gucken wir hoch, ob da vielleicht irgendwo noch eine andere Stelle zum Springen ist. Hoch, 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 hoch. Genau. Da hinten. Das ist echt ganz schön weit. Oh, eine Geheimwand. Abgeschlossen.
Passt nicht. Passt nicht. Was mit dir? Du passt. Und ich höre auf jeden Fall Fußstapfen. Von was Humanoiden. Oh, Schalter. Ah, das sind die Plattformen. Einmal Steinplattform, einmal Grisselplattform, graue Plattform, orange Plattform. Okay. Das heißt, wir. Oh, oh, oh. Wir müssen jetzt wieder runter und gucken, welche Farbe die haben. Oh, das sah wieder wie ein Heimat aus. Ist aber keine. Okay. So, du musst so bleiben, wie du bist, sonst kommen wir noch nicht hoch. Oder können wir auf das graue Ding da auch schon raufspringen? Ja, können wir. Okay, da muss eigentlich nur das Orangene höher. Auf das Graue können wir rauf und dann können wir von dem Orangenen auf das da und dann auf das da und auf das da und so weiter. Okay, einfach nur Orange höher. Wie auch immer die Einstellung für höher ist, wir drücken einfach einmal drauf. So, so, so. Oh, so. Orange. Klick. Also wir haben es einmal gedrückt und es ist im Uhrzeigersinn ein weiter gerutscht. Mal schauen. Ja, doch. Ups. Also eventuell müssen wir alle absenken, dass das Orangen hätte ja das höchste ist, aber ja. Erstmal Schritt für Schritt gucken, ob das vielleicht so schon klappt. Brauch ein bisschen mehr Anlauf. Muss gerade drauf gucken. So, hopp. Ups. Und früher springen. Und früher springen. Genau. Das war knapp. So. Das sieht echt ein wenig hoch aus. Okay. Das war jetzt nicht, weil es zu hoch war, sondern weil ich einfach zu spät gesprungen bin. So. Zurück, 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 zurück. Und springen. Gerade drauf und springen. Ah. Sieht knapp aus. Einmal probiere ich es noch. Und wenn es dann nicht klappt, dann wird es kompliziert. Komm schon. Weil dann müssen wir das da ein absenken, das auf dem wir jetzt stehen, einen erhöhen und das dann nochmal einen erhöhen. Also ja, kompliziert halt. Zurück, zurück, zurück und spring. Ne, wird nix. Okay. Welche Farbe hast du? Das ist dieses Moosartige. Moosartige muss auf das Level von dem jetzigen Grauen. Grau muss ein hoch, Orange muss ein hoch. Moosartige muss auf Level von Grau. Moosartig muss auf Level von Grau. So. Moosartig muss auf Level von Grau. Also einfach nur ein nach links. Oder ganz rum. So. Grau muss ein höher. Orange muss ein höher. So. Jetzt dürfte es eigentlich so sein, wie ich es mir gerade vorgestellt habe. Warum sind Orange und Grau gleich hoch? Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Welche Farbe hast du? Du bist das, was noch über ist. Das, was noch über ist, müsste ein weiter runter. Mindestens ein. Mach ich einfach auf die niedrigste Einstellung. So. Genau, du. So, glaube ich. Dann ist das da. Das ist ein Feld weiter. Das ist ein Feld weiter. Ah, okay. Du kannst noch ein Feld weiter. Genau. Also das sind wir jetzt in einem Feld Abstand zueinander, also einem Höhenfeld. Müsste eigentlich passen. Jo, sieht schon gleich viel besser aus. Also. Schön gerade drauf. So. J-Taste suchen, da. Und hüpf. Früher hüpfen.
drauf. Und hüpf. Und hüpf. Dass er nicht hochhüpfen und sich festhalten kann, ist doch ein wenig irritierend. Ich bin ein Avatar, ich kann nicht klettern. So, hüpf. Oh, und hüpf. Jo, hüpf. Nein! Okay. Nicht so schwer. Nicht so schwer. Eigentlich wollte ich nicht sagen. Nicht so schwer, sondern... Oh, nicht so schlimm. Schwer ist es immer noch. Oh. Primär wegen der Steuerung. Aber da gewöhne ich mir in der Zeit dran. Ist schon wesentlich besser als in den ersten Folgen. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Also falls ihr mal reinschauen wollt, werdet ihr es noch sehen. Und wenn ihr es früher gespielt habt, werdet ihr wissen, wovon ich spreche. Auch wenn es einem damals wahrscheinlich nicht so hakelig vorkam. Aber wenn man jetzt modernere Spiele gewöhnt ist, aus der Ich-Perspektive, was die Steuerung angeht, dann ist das schon ein ganz schöner Krampf. Wenn es einen Schwebezauber gibt, hätte ich ihn gerne bald. Oder halt Zugriff zu den Angst. Dann könnte man vielleicht... Jetzt bin ich zu schnell. Vielleicht sollte ich mal nicht mit W arbeiten, sondern mit S. Also langsam vorwärts gehen. Mal gucken. Aber ja, Zugriff zu den Angst. Dann könnten wir einfach unsere Sprungkraft erhöhen. Hey, das klappt sogar.